Spieltag Nummer 5 mit dem Spiel der Saison. Let's a go. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider. Ich bin hier wieder in meiner Tippshow und wenn ihr die nicht mehr verpassen wollt, ein Klick ist das Abo und noch ein Klick ist die Glocke, dann verpasse hier gar nichts mehr. Und was höre ich da? Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Ja, ja, aber die Hosen lässt ja aktuell eher nur einer runter. Und das ist Victor Boniface. Und damit gehen wir mal rein in die Tipps. Und wir starten rein mit BVB gegen Bochum. Und wenn ihr Bochumer habt, verkaufen. BVB wird Bochum zerfetzen. Das sage ich hier. Bochum ist in allen Belangen unterlegen. Tore und Großchancen ist Bochum mittlerweile das drittschwächste Team. Lassen die viertmeisten Halbfeldflanken und Torvorlagen zu. Bochum ist drawing dead, so sagt man. Ich habe mir das Wetter angeguckt in Dortmund. Es wird wölkig und Punkte regnen. Das steht fest. Dortmund nach 1-5 Debakel. Die werden sich eine Reaktion besorgen. Ich sag 3-0 Dortmund. KI 3-1 und Redaktion 4-0, da sind wir uns ganz einig. So, der Bochum-Emoji, der wird heute so aussehen. Genau, der guckt da so durch und dann sieht er jemanden und der lacht. Und das ist Serhou Guirassy. Der kommt mit Topform, mit Top-Matchup. Guirassy ist top-top und ich sag, Doppelpack ist geschnürt. So, dann gehen wir weiter. RB Leipzig zu Hause gegen FCA. RB mit 3 Toren gegen Leverkusen. Und ansonsten nichts. Insgesamt ein Treffer gegen Bochum, Pauli und Union. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig für alle Leipziger Ansprüche. RB ist das fünftschwächste Team im Bereich. Kreationen, Tore und Großchancen. Das ist arm, featuring Esprilos. FCA ohne Hitzkopf, Essende, den brauchen die gar nicht. Der sitzt irgendwo draußen, denkt nach. So. Und der FCA kommt hier mit 2 neuen Gamechanger. Und das sind... Ja, ja, Guveleo und Schlotti Senior. Auf die kommt es jetzt an beim FCA. Und es wird am Samstag nur ein Ziel geben. Hinten zumachen und lange die Null halten. Siehe St. Pauli, siehe Union Berlin. Und das wird schwer. Ich sag, RB findet irgendwann die Lösung. Ich gehe hier mit dem RB 2-1 Sieg. KI guckt ab, 2-1. Und unsere Redaktion, oh, die denken, das wird höher, 3-0. Mein Mann war auch der beste Mann. Am Millantor, das ist Willi Orban, Nick 1-1. So, SC Freiburg gegen FC St. Pauli, das ist unser nächstes Spiel. Und wenn St. Pauli das 1-0 schießt, dann haben wir hier ein Spiel. Aber Freiburg hat die bessere Einzelqualität und mein Gedanke ist, Blessin erreicht die Spieler nicht. Das ist mein Gefühl. Ich weiß auch nicht, wer der Chef bei St. Pauli sein soll, der das Spiel uplevelt. Denn das ist eigentlich Marcel Hartl immer gewesen. Der ist jetzt bei St. Louis City und hat die gerade zum Sieg geführt gegen San Jose Earthquakes. Und die Earthquakes, den wird es auch geben für den FC St. Pauli am Wochenende, am Samstag in der Konferenz. 3-1 für den SC Freiburg. L-I-K-I, Volkstipp 2-1 und die Redaktion sagt Arthur Bolo, macht's nochmal zu 0. 2-0, alle hier mit Freiburg unterwegs. Mein Gamechanger, das ist Junior Adamu, der gerne zu Hause trifft und das macht er auch gegen Braun-Weiß. Die Form ist top, das Matchup passt auch gut und gerade auswärts wirkt der Kiez-Club nicht sattelfest. So, das nächste Spiel beschäftigt sich mit Wolfsburg gegen Stuttgart und damit beschäftige ich mich jetzt. Stuttgart ist im Power-Ranking mit ganz oben dabei. Wolfsburg ist Top-Team-Battled. Stark gegen Bayern, stark gegen Leverkusen. Viele werden hier auf Stuttgart gehen. Ich gucke mir hier die XGs an. Ich sehe hier das eng beieinander und XGs confirmen mir das. 1,25 und 1,32. Und genau das nehme ich hier, 1-1. Die ganze Zeit der KI natürlich, 1-1. Und Redaktion geht mit der Stuttgart-Power, 1-3. Ein Gamechanger bekommt die Jungs, die am viertmeisten auf die Bude ballern. Und das ist Wolfsburg, ist Sorro, Grabara ist der Mann. Zeigt mir auch an, Kessem, 2 Tore werden fallen. Alles cool und die 2 Tore nehme ich auch. So, Mainz gegen Heidenheim. Mainz mit Ugly Win und Karma Core, der eigentlich nicht spielen darf. Heidenheim mit 2-4 in Dortmund und 0-3 in Freiburg. Der Start war gut gegen St. Pauli und Augsburg, aber das waren auch St. Pauli und Augsburg. Bei Mainz fehlt der Beste und das ist Nadim Amiri. Beim Tipp glaube ich an Jens, das ist hier mein Türsteher hinten drin. Und der schickt Heidenheim ohne Auftritt nach Hause. Ich logge ein, 1-0. Die ganze Zeit der KI, 1-1. Und Redaktion, oh,
Redaktion geht hier auf Heidenheim. Das ist spannend. 1-2. Gefällt mir ganz gut. So, Moritz Jens, das ist Leidenschaft als gelebter Zweikampf mit Führungsmentalität. Umso mehr, wenn Nadim Amiri fehlt. Der muss jetzt vorangehen. Der war auch schon in Augsburg für mich der beste Mann auf dem Platz. Matchup sehe ich auch gut. Heidenheim, die zweitwenigsten Ballbesitz aktuell mit 42%. Also der wird da auch heiße Punkte am Wochenende sammeln. So, Gladbach gegen Union. Bei Union gefällt mir viel, aber sie spielen auch über ihren Verhältnissen. Svensson schafft es aber gerade, so ein richtiges Team zu formen. Das ist richtig cool, aber ohne richtigen Leader. Der Leader des Spiels, der heißt Kevin, der ist aber nicht allein zu Hause. Union hat eine Schwachstelle und das sind die Halbfeldflanken. Da lassen die viertmeisten zu im Verteidigen. Und letzte Saison, wer war der King bei den Halbfeldflanken? King auf Halbfeldflanke, das war Kevin Stöger. Mein Tipp noch fix rein hier, 2-1 eingeloggt, 1-1 KI und Redaktion kopiert das, 1-1. So, ich sage es hier. Es ist wieder Zeit für das größte Landtier der Welt, das bis zu 55 km/h beschleunigen kann. Ja, und das passt auch zum Spieler, denn der hat die meisten Sprints mit 130 und die meisten intensiven Läufe mit 371, der sogenannte Paarhufer. Und das Paar habe ich euch schon vorgestellt, Stöger auf Kleindienst, das ist ja meine Kombo. Tim Kleindienst ist mein Pick fürs Spiel. So, ehe wir zum Game of the Week schalten, der Zwischenstand. Ich bin natürlich jetzt mal auf Platz 1 angelangt, das wurde auch Zeit, durch meine 7 von 9 richtigen Tipps letzte Woche. Das war ein Meistertanz hier von mir. Redaktion Silber aktuell, ein Platz hinter mir und die ganze der KE abgedroschen hier auf der 3. Die sind echt schon abgeschlagen. So, das Spiel der Spiele. Wir kommen zum Blockbuster. Holt das Popcorn raus, bestellt schon mal die Pizza vor. Ja, das ist das Spiel. Das verlinke ich euch nochmal am Ende. Da haben wir gestern nochmal eine heiße Analyse gebracht. Das ist Bayern versus Bayer. Musiala gegen Wirtz, die beiden Spieler, die vielleicht gerade am meisten Spaß machen, die ihre Tore einfach mit einer Freude abfeiern, die sich auch für andere freuen. Und da geht einfach bei jedem Zuschauer gerade das Herz auf. Wirtz zeigt beim Torjubel gegen Wolfsburg, er zeigt auf das Logo, er zeigt auf das Meisterlogo, vielleicht auch schon indirekter Gruß ins Topspiel rein. Ich habe gestern noch gar nicht gesagt, was ich denn glaube, wie das Spiel ausgeht. Das mache ich heute. Ich glaube, Bayern bekommt den ersten Dämpfer diese Saison. Ich gehe hier mit einem 3-4, einfach weil ich weiß, dass Flo Wirtz, Min-Jae, einfach einen Knoten in die Beine spielen wird. Tah ist für mich der Schlüsselspieler. Jonathan Tah entscheidet hier, wie das Spiel läuft. Und er muss einmal zur Stelle sein und dann zieht Leverkusen das. Liga Insider KI geht hier mit dem Volkstipp wieder, 2-1. Und Redaktion geht hier auch mit den Odds, 3-1 sogar für die Bayern. Mein Spielerpick, Form is sweet, Matchup ist cool, Victor mit Victor. Das ist der beweglichste Büffel und vielleicht der verrückteste Fußballspieler. Für den sind diese Spiele gemacht. Show Bayern, the real Büffel and let the Lederhosen down. Victor, my man. So, Kiel gegen Frankfurt, gefühlt das schlechteste Team mit der größten Moral, fangen erst immer an, am Ende irgendwie die Tore zu schießen. Holstein Kiel gegen Hoffenheim war das so, gegen Bayern war das so und gegen Bochum auch noch dieser Late Equalizer. Frankfurt war schon vor der Saison mein absolutes 069-Maschinenteam, die Offensive einfach Power in der Bude und mit Christensen den neuen Hinteregger im Team installiert, der auch Tore schießen kann, haben wir gesehen, gegen Pilsen. Marmoush carried gerade das ganze Team. Ja, auf seine Schultern und sieht dabei noch gut aus. Frankfurt zieht das hier 3-0. Liga Insider KI 2-1 Frankfurt und ja, Redaktion bestätigt 0-2. Also wir sind hier all Frankfurt wins. Mein Pick ist Hugo Ekitike, der in unserer Pyramide jetzt zeigen kann, warum er auf Weltklasse gehört. Form ist super, Kiel lässt die meisten Tore und Großchancen zu. Ekitike im Backcruiser. Hoffenheim gegen Bremen, das ist mein nächstes Spiel. Ist für mich ein ganz komisches Spiel und damit schließen wir jetzt auch den Spieltag ab. Ein wortgewandter Kollege von mir hat mal gesagt, hier kommt die Salzstange ohne Gesichtsausdruck von der TSG. Ich weiß nicht, ob er damit eigentlich den Trainer meint. Auf der anderen Seite haben wir Marco Grüll, der auf seinen zweiten Startelf-Einsatz hoffen darf. Warum ist Matarazzo noch im Traineramt? Ich verstehe es nicht. Wildes Spielergeschiebe. Auf der anderen Seite haben wir Ole Werner, der ist schlau, der hat einen Gameplan, der weiß genau, wie Bremen das hier ziehen kann. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, das wird nochmal ein 1-1 hier. Die ganze Zeit der KI geht mit der TSG, das ist überraschend für mich, geht mit der Matarazzos Ideenlosigkeit 2-1. Und was macht die Redaktion? Die Redaktion geht wieder
gegen ihre Bremer. Ja, das ging gegen Mainz schon daneben. Redaktion lockt hier ein, 2-1 Hoffenheim. Mein Pick ist Niklas Stark, der dribbelt bei Kickbase einen grünen Balken rein, obwohl die 0-5 gegen Bayern abgeschlachtet werden. Unfassbare Arbeit, der Junge. Also das ist für mich jetzt echt der Chef hier. Wenn Friedel nämlich gerade draußen ist, dann kann er weiter seine Interviews in der NDR 2 Bundesliga-Show geben. Das war Kessems Bundesliga-Show. Damit verabschiede ich mich hier vom Kommentatorenplatz. Wir hatten gestern noch die Analyse zum Topspiel. Bayern empfängt Bayer. Auf jeden Fall mal reinschalten. Da habe ich eigentlich alles an Stats rausgepackt, was es gibt. Und wir haben hier noch das coole Video mit die Pyramide, mit Kickbase-Guide Guido gemacht. Das ist die Sturmpyramide, besten Stürmer gerankt. Und damit bin ich raus. Ich wünsche uns ein richtig, richtig nices Topspiel. Ich habe super Bock drauf. Und ich sage jetzt einfach nur, anschnallen. Popcorn holen und damit bin ich raus hier und sag Tschüss.